müssen ganz sicher sein. Wir können ganz sicher sein, dass wir weltweit wieder Spitze sein werden, weil wir absichern können, Hoffnung, dass wir günstige die, Energie dass wir haben werden. Aber am besten Punkt muss man doch einfach dazu sagen, wir haben ja geografische Gegebenheiten. Also die Sonne scheint oft nicht und der Wind weht nicht. Und dafür braucht aber man einen dafür braucht man Speicher, Frau Wagen nicht. Dafür braucht man Speicher. Befassen Sie sich einmal wirklich. Ja, aber die Technologie gibt es nicht. Also jedenfalls nicht in einem wirtschaftlich irgendwie leistbaren Maßstab. Technologien, welche Möglichkeiten Sie bisher ausbauen, wo sind die Speicher, wo sind sie? Die also Sie bauen setzen wir gerade auf stromintensive Technologien, Sie setzen auf Wärmepumpe, Sie setzen auf E-Auto, aber Sie haben keinen Plan, wo der Strom herkommt. Und das ist keine sinnvolle Art und Weise. Ich habe gerade sehr deutlich gesagt, es wird ja nicht dadurch anders, dass Sie immer wieder sagen, es wäre also, es wäre sicherlich von Vorteil auch für die deutsche Industrie und für die Wirtschaft überhaupt in Europa, wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Ja, natürlich. Darin sind Sie sich einig. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Also die Ukraine ist in einer Defensive. Oh Gott. Sag jetzt bloß, wir reden nicht mehr über den Iran, sondern wir reden jetzt noch über die Ukraine. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. In einem, wie man so schön sagt, in einem wirklich sehr kritischen Moment. Es geht tatsächlich die Defensivkraft aus. Was ist die Folgerung daraus, Frau Göring-Eckardt? Jetzt tatsächlich mehr Waffen zu schicken oder jetzt zu sagen, möglicherweise war das eine falsche Strategie, zu versuchen, militärisch alle Gebiete zurückzuerobern? Jetzt endlich die Waffen zu schicken, die notwendig sind. Und ich verstehe, dass sehr viele jetzt fragen, warum geht das eigentlich bei Israel mit dem Iron Dome? Es wurde vorhin ja gerade hier auch in dieser Runde diskutiert. Wir könnten da ja mal einige Grünen-Politiker hinschicken. Also mal schauen, wie lange der Krieg da noch dauern würde. Also es gibt ja diesen bekannten Satz, lasst mich ein Bataillon aus den Kindern der Elite zusammenstellen und der Krieg ist morgen vorbei. Und es gibt keine, also was den Ukraine-Krieg jetzt angibt, es ist egal, wie viele Waffen wir senden, der Ukraine gehen schlicht und ergreifend die Soldaten aus. Die hat vor kurzem das Einberufungsalter auf 25 Jahre gesenkt, weil sie nicht mehr genug Soldaten bekommt, die bereit sind, für diesen Staat zu sterben. Also es gibt ja, also tagtäglich kommen neue Videos, wo gezeigt wird, wie irgendwelche Rekrutierungskommandos einfache Ukrainer über die Straße jagen, dann in irgendeinen Jeep zerren und die Ukrainer, die werden dann ohne Ausbildung an die Front geworfen und dürfen sich dort russischen Gleitbomben entgegenstellen. Also Russland ist gerade militärisch der Ukraine vollkommen überlegen und da ist es relativ egal, wie viele Waffen wir liefern. Also erstmal hat der Westen gerade gar nicht, vor allem nicht die Munition, Waffen hat er vielleicht, aber die Munition hat er gar nicht und müsste auf Kriegswirtschaft umstellen. Das will die Politik offensichtlich nicht, weil das Geld kosten würde, weil man dann eventuell zivile Sektoren einschränken würde. Das ist was, wo man langfristig drauf umstellen will, aber nicht so kurzfristig. Und jetzt leugnet man einfach die Realität und behauptet, noch eine Wunderwaffe der Ukraine liefern, dann ist der Krieg zu Ende. Nein, nein. Also Russland wird diesen Krieg gewinnen und je länger man wartet, desto totaler wird der russische Sieg sein. Also aktuell ist noch ein Kompromissfrieden möglich, aber wenn man länger wartet, dann wird es ein russischer Diktatfrieden. Das ist die Realität. Also jetzt ganz egal, wie man dazu steht. Das sind gerade die militärischen das ist gerade die militärische Ausgangssituation. Da könnt ihr euch jeden Militärexperten ansehen. Also jetzt nicht nur Leute wie Harald Kujat, sondern auch Leute wie Markus Reisner. Also die Überlegenheit der Russen, dass die Russen gerade am Drücker sind, das ist gerade vollkommen evident. Ja, also jeder Militärexperte, der nicht Propaganda macht, der nicht auf Seiten der NATO ist und versucht, das Bild verzerrt darzustellen, der sagt das. Also das ist vollkommen klar. Und diese Vorstellung, wir müssen da noch eine Waffengattung hinliefern, und dann ist dieser Krieg geändert. Das ist Schwachsinn. Also beispielsweise die Taurus. Da haben diese deutschen Generäle ja in diesem abgehörten Telefonat selbst gesagt, die Taurus, die werden die Ukraine liefern, die werden den Krieg nicht ändern. Also wir können vielleicht die Kertschbrücke zerstören, wir können einige Munitionsdepots zerstören, aber die werden den Krieg nicht ändern. So, das ist dem Militär vollkommen klar, wenn sie intern reden. Aber Göring-Eckardt, die macht dem deutschen Publikum ja etwas vor, was nichts mit der Realität zu tun hat. Warum geht das nicht bei der Ukraine? Wir wissen, es geht einerseits um das Existenzrecht der Ukraine. Gibt es die überhaupt noch? Gibt es die nicht? Mhm. Es geht andererseits um unsere Sicherheit und das sollten wir nicht vergessen. Nein, unter den derzeitigen Bedingungen ist das eine Lüge. Russland ist bereit, das Existenzrecht der Ukraine anzuerkennen. Russland will nur 4 ostukrainische Oblaste annektieren. Also wie gesagt, die russischen Forderungen, territorialen Realitäten, Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung. Das ist die russische Verhandlungsposition. Russland fordert nicht die Liquidierung der Ukraine. Aber wenn dieser Krieg länger dauert und sich die russische Position verbessert, können sich auch die russischen Forderungen verschärfen. Sehr wahrscheinlich werden sie sich dann verschärfen.
Deswegen sollte man hier jetzt verhandeln, wo ein Kompromissfrieden noch möglich ist. Erkennen. Es wird nämlich manchmal zu kurz gedacht. Wir reden dann immer über dieses Land und die einen finden es gut, die anderen nicht. Aber es geht auch um unsere eigene Sicherheit. Und wir reden nicht über einen Krieg, der seit 2 Jahren herrscht. Mhm. Wir reden über das, was wir seit 2014 erleben. Und damals ist das ja passiert. Damals hat ja Gerhard Schröder sich untergehakt mit Herrn Putin. Und man hat sich irgendwie angeschaut, mit einem Minsker Abkommen getroffen. Und was hat Herr Putin gemacht? Er hat die Zeit genutzt, um sich weiter zu bewaffnen. Er hat die Zeit genutzt. Im Gegenteil. Sowohl alle Angela Merkel als auch Petro Poroschenko als auch François Hollande, also die 3 westlichen Politiker, die daran beteiligt waren, haben alle mittlerweile zugegeben, dass dieses Abkommen nie dazu gedacht war, dass sich die Ukraine daran hält und zu einem neuen Frieden mit Russland kommt, sondern dass dieses Abkommen immer dazu gedacht war, die Ukraine weiter aufzurüsten zu einem finalen großen Krieg gegen Russland. Das war der Zweck dieses Abkommens. Die Ukraine war, als sie dieses Abkommen geschlossen hat, gegenüber Russland vollkommen wehrlos. Also als russische Truppen im Sommer 2014 direkt in den Krieg intervenierten, da ist die ukrainische Armee binnen 2 Wochen zusammengebrochen. Und dementsprechend war die Ukraine gezwungen zu verhandeln. Aber sie hat nicht verhandelt mit dem Ziel, zu einem dauerhaften Frieden mit Russland zu kommen, sondern zu einem neuen großen Krieg aufzurüsten. Und auch die Antiterroroperation 2014. Russland hat da überhaupt erst interveniert, weil die Ukraine wirklich massivste Gewalt sowohl gegen militärische Ziele als auch gegen die Zivilbevölkerung gesetzt hat und nie bereit war, mit den Separatisten zu verhandeln. Und das hat die Ukraine auch auf westlichen Druck hingemacht. Also der Westen hat da ja diesen Putsch, der da 2014 passierte und der dieses ganze Chaos erst ausgelöst hat, nicht ohne Grund unterstützt. Der Westen hat diesen Putsch unterstützt, weil er die Ukraine zu einem westlichen Vorposten ausbauen wollte. Und Russland hat immer gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wenn ihr das macht, dann werden wir die Ukraine zerstören. Und man hat dem mit der Krim-Annexion, mit der Unterstützung der Separatisten dann noch Taten folgen lassen. Und mit dem Minsk-Abkommen, da dachte Russland, zu einem neuen Modus Vivendi kommen zu können. Aber mit der Zeit, als die Ukraine sich nicht an dieses Abkommen gehalten hat, sondern über Blackwater, über die CIA, über Kooperation mit der NATO immer weiter militarisiert und immer weiter NATO-Strukturen reingezogen wurde, da hat man in Russland gemerkt, dass man über den Tisch gezogen wurde. Nutzt, weiter vorzudringen in die Ukraine. Er hat die besetzten Gebiete. Also nochmal zu Minsker Abkommen, bevor ich, das hätte ich gerade eben noch sagen müssen. Das Minsker Abkommen sah vor, dass es eine neue Verfassung gibt, dass es eine föderale Verfassung gibt. Die Ukraine hat nie auch nur Anstalten unternommen, so eine neue Verfassung einzuführen. Also die Ukraine hat sich nicht an dieses Abkommen gehalten, aber stattdessen von den Separatisten gefordert, dass sie ihre Waffen abgeben und die Grenzübergänge zu Russland räumen. Also die Separatisten sollten sich entwaffnen und dann darauf vertrauen, dass die Ukraine sich schon an alles halten wird. Also dass das natürlich, also die Separatisten sind ja auch nicht blöd, dass sie das dann natürlich nicht gemacht haben, ist selbstverständlich. Also die Ukraine hätte erst ihre Verfassung ändern müssen, damit wirklich, wie gesagt, die Ukraine ein föderaler Staat geworden wäre. Aber dazu war die ukrainische Regierung nie bereit.